Wir haben uns in der heutigen Sitzung des Präsidiums der CDU Deutschlands intensiv mit dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Hinblick auf die Möglichkeiten der sogenannten Sukzessivadoption in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften und der aus Anlass dieses Urteils geführten Diskussion über die Gleichstellung solcher Lebensgemeinschaften befasst. Das Präsidium hat nach intensiver Diskussion noch einmal einmütig bekräftigt, dass für uns der Beschluss des CDU-Bundesparteitages vom Dezember des vergangenen Jahres gilt. In Hannover haben wir nach einer sehr intensiven und mit großem wechselseitigen Respekt geführten Diskussion festgehalten, dass wir an der besonderen steuerlichen Förderung von Ehe und Familie festhalten und dass dies für uns Ausdruck der besonderen Förderungswürdigkeit von Ehe und Familie ist, wie sie das Grundgesetz ausdrücklich vorschreibt. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir uns zugleich gegen jede Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften wenden. Ebenfalls selbstverständlich ist es natürlich, dass das genannte Urteil über einen Teilaspekt des Adoptionsrechts natürlich umgesetzt wird. Ein weiterer Punkt der Debatte war das Ergebnis der gestrigen Volksabstimmung in der Schweiz zum Thema Managergehälter. Es ist noch eine sehr frische Entscheidung und man wird sich auch das Schweizer Aktienrecht im Einzelnen noch einmal ansehen müssen im Hinblick auf Mitbestimmung und anderes mehr. Aber wahr ist, dass es auch in unserem Land eine Diskussionslage gibt, in der wir immer wieder großes Unwohlsein spüren im Hinblick auf Auswüchse bei gigantischen Bonuszahlungen. Und dieses Unwohlsein, das haben wir sehr wohl im Blick und halten es auch für in bestimmten Fällen durchaus nachvollziehbar. Deswegen wurde schon in den Zeiten der Großen Koalition, also der letzten Regierung, gehandelt im Bereich der Stärkung des Aufsichtsrats, im Bereich erhöhter Transparenzanforderungen und Orientierung an langfristigen Unternehmenserfolgen. Und erst jüngst haben sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und das Europaparlament darauf verständigt, im Bereich der Bankerboni eine klare Regelung vorzusehen, die ebenfalls die Eigentümerrechte stärkt und klar ein Ende setzt, völlig überhöhten Boni in diesem Bereich. In der sozialen Marktwirtschaft gehören Freiheit und Verantwortung zusammen. Und gerade in vielen Chefetagen der mittelständischen Wirtschaft weiß man, Maßhalten ist eine Tugend. Das gilt auch in der Chefetage. Wir werden das Thema weiter sowohl national wie auf europäischer Ebene behandeln, weiter prüfen, ob es weiteren Handlungsbedarf gibt. Das werde ich nicht zuletzt morgen beim Besuch bei der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament in Brüssel diskutieren können. Ich möchte Sie darüber informieren, dass wir zu Monatsbeginn gestartet haben, unsere Mitmachaktion zum Regierungsprogramm der Union. Sie finden Materialien dazu auf Ihren Tischen. Wir laden die Bürgerinnen und Bürger ein, uns mit ihren Anliegen, Erfahrungen, Ideen zu begleiten im Rahmen der Erarbeitung unseres Wahlprogrammes. Bis Ende April soll diese Aktion laufen. Sie orientiert sich an Leitthemen, zu denen wir Ideen vortragen, aber ausdrücklich dann darum bitten, zu sagen, was liegt Ihnen am Herzen, was ist Ihnen wichtig. In unseren 330 Kreisverbänden wird diese Aktion in den nächsten 2 Monaten als eine große Einladung an die Bevölkerung in Bürgerforen, an Informationsständen, bei Besuchen von lokaler Wirtschaft, gesellschaftlichen Gruppen etc. stattfinden. Wir wollen dokumentieren, Politik ist nicht nur Sender, natürlich werben wir für unsere Überzeugung, sondern auch Empfänger, interessiert daran, was den Menschen in unserem Land am Herzen liegt. Alles, was im Rahmen dieser Aktion uns erreicht, im Gespräch oder per Netz über www.regierungsprogramm.cdu.de fließt in den Erarbeitungsprozess ein, wird gesammelt von einem Redaktionskomitee, ausgewertet. Also wir wünschen möglichst viele gute Anregungen aus der Bevölkerung in den nächsten 2 Monaten. Herzlichen Dank.